Da will irgendjemand dort runterspringen. Der schickt gerade alle weg. Ich glaube, ich zahle mal schnell und dann hau ich auch ab. Ach du Scheiße. Ja, auch. Hier ist so. Ja, ich hol meine Tasche hin. Bruder, die haben hier einfach abgesperrt. Digga, Live-Reportage hier um Moody. Bruder, du ich kann einfach nicht mehr. Ich will doch einfach nur Döner essen. Junge, Junge. Dann geht's. Ja. So ein Feini. Jetzt bist du auch im Video. Also, willst du das Intro machen für mich? Herzlich willkommen. Jo, Leute, was geht? Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin hier mitten in Köln in der City und werde Sucuk and Chill testen. Ein Sucuk-Döner werden wir probieren. Bin sehr, sehr gespannt und gehypt. Bislang habe ich den von Sonnelle getestet. In Bochum war ich einmal. Das ist aber auch schon Ewigkeiten her. Bin sehr gespannt. Lass direkt reingehen. Ich habe auch schon gefragt, ob ich aufnehmen darf. Ist alles okay? Und die Hunde passen hier auf. Ihr habt ja hier verschiedene Kreationen, oder? Ich dachte jetzt, ihr macht nur Döner. Bowls habt ihr sogar auch. Ich glaube, ich werde den klassischen Sucuk-Döner erstmal nehmen. Tomate, Zwiebeln, Salat, ja, das reicht, ja. Ja? Ja. Machen wir die fertig. Und von den Soßen her, habt ihr da auch verschiedene Sachen, oder? Wir haben Knoblauch, Honigsenf, Süßsoße, scharfe Soße, Yuppie-Soße, Mayo, Ketchup, Trüffel-Mayo. Oh mein Gott, warte mal, ich bin überfordert. Ach, hier steht's auch noch. Ja, genau. Was ist denn so am beliebtesten, was die Eigentlich Leute... ist der Cheesy am beliebtesten. Da hast du dann einen schwarzen Cheddar mit drin, dann meistens Knoblauch oder scharfe Soße oben mit drauf. Dann mach mal einen Cheesy nur. Ja? Ja. Den würde ich dir definitiv eher empfehlen. Das okay. Ist richtig ja. Geiles Geschmackserlebnis. Ja, bin gespannt. Ja? Jo, machen wir so, danke. Also den Laden habt ihr relativ neu hier, ne? Nein, also neu hier, 17. Februar haben wir aufgemacht. Mhm. Frisch und knackig. Ich muss sagen, der ist ein bisschen versteckt. Ich bin dran vorbeigelaufen. Ja. Ich dachte, der muss ja hier irgendwo sein. Stimmt. Währungstechnisch haben wir jetzt alles in Auftrag gegeben. Ja. Es ist halt noch ein bisschen mehr zu Geld gekommen. Wird das diese oder nächste Woche Gott sei Dank eingebaut, dass es halt auch mehr sichtbar ist für die Kunden. Ja. Oh, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Weil das ist ein geiles Konzept eigentlich. Also bin gespannt. Wie gesagt, ich war schon mal bei Sonne. In Bochum habe ich schon mal getestet. Es ist so ein chilliger, entspannter Laden, relativ klein. Obwohl ein paar Tische hat man hier auch. Und die Hunde wachen hier, ne? Ich liebe Tiere. Essen die auch Sucuk? Essen die auch Sucuk? Gar keinen Fall. Haut euch das doch einfach mal an. Ich komme jetzt nicht dran mit dem Fokus. Die Kamera ist so weit weg, aber ist egal. Ich weiß nicht mehr, wie ich den anfassen soll. Boah. Das ist echt ein, oh mein Gott, ey, erster Spot hier. Erstmal Fleisch. Mhm. Dieser Sucuk mit der Käsesoße. Diese Cheesy Soße. Kombiniert mit dem Sucuk passt einfach. Ich kenne das ja von zu Hause und ihr wahrscheinlich auch. Wenn ihr so Sucuk-Toast macht mit Käse, das passt einfach, diese Kombination. Das schmeckt super geil. Es ist irgendwie so ein Sandwichbrot. Das Fleisch und die Käsesoße, das ist einfach stimmig, finde ich. Ein Kritikpunkt wäre vielleicht, dass du halt die ganzen Toppings dann oben hast und unten, wenn du unten angekommen bist, dass da nicht mehr so viel ist. Ich finde, das Fleisch ist perfekt abgestimmt. Komm nicht mit dem Gedanken hier hin, dass das genauso schmeckt wie zu Hause. Das ist so abgeschwächt ist das. Wie soll ich das erklären? Ist nicht so krass knoblauchlastig, das Fleisch? Es schmeckt nicht dieses typische Sucuk wie zu Hause. Aber finde ich gut, weil ich kann euch nicht sagen, warum das so gemacht worden ist, warum das so abgeschwächt ist. Weil du einfach, wenn du zu viel Sucuk isst, ist jetzt bei mir so, bekomme ich immer Sodbrennen. Ich kann da nicht so viel Sucuk essen. Aber hier ist es so abgeschwächt. Da kriegst du Bock, mehr zu essen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schon schlau gemacht. Weil was bringt das, wenn du einen Laden aufmachst, du verkaufst Sucuk und dann isst man den einmal und dann kommst du erst nächsten Monat wieder, weil du keinen Bock hast auf Sodbrennen oder so. Ist schon schlau gemacht. Aber es schmeckt trotzdem noch nach Sucuk. Du merkst, Qualität ist es da. Und die Käsesoße, jetzt habe ich noch extra Knoblauch oben drauf. Salat, alles drauf. Gefällt mir sehr gut. Hat es hier geschmeckt? Ja, war gut. Also, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet. Das schmeckt nicht so klassisch Sucuk wie zu Hause, aber ich glaube, ich weiß warum. Weil wenn ich jetzt zu Hause Sucuk esse, dann kriege ich relativ schnell Sodbrennen. Aber genau, hier merke ich nicht diese Schärfe. Genau das ist das, was wir vermieden haben. Also wir haben gesagt, wir wollen Sucuk essbar machen. Ja. Na, also, dass die Leute keinen Sodbrennen kriegen. Dass man öfters dann kommt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel wie zu Hause jetzt sowas machen würde. Sucuk, würde ich sterben.
dann würde ich vielleicht einmal im Monat kommen, höchstens. Ja, weil es halt auch einfach zu deftig ist, ne? Ja, aber das ist so weit abgeschwächt, dass es nicht dass, ich finde das nicht schlimm. Also du schmeckst immer noch diesen Sucuk-Geschmack, genau. Aber der ist halt nicht so stark. Ja. Deswegen, also super, so ein geiler Sandwich mit Sucuk, das ist richtig eine nice Idee. Was ist das für ein Brot gewesen? Haben wir einen eigenen Bäcker. Einen eigenen Bäcker? Genau, wir haben einen eigenen Bäcker, der uns das Brot macht. Also es ist nicht irgendwie so nur 15 ja. Brot, was man irgendwo kaufen kann. Kommt ja. Halt keiner ran, ist dann für uns auch schon wieder der Vorteil, dass wir so die Einzigartigkeit ja. Mit dem Brot haben. Zusammen mit dem Sucuk macht das schon. Und dann die Käsesoße, das passt einfach. Weil wenn du zu Hause Sucuk-Toast machst, machst du ja auch mal mit Käse meistens. Ja. Konzept auch top, gefällt mir. Vielen lieben Dank. Dafür. Ja, nicht dafür. Ich glaube, da will einer runterspringen. Wo? Ey Leute, habt ihr das gehört? Da will, glaube ich, einer runterspringen. Hä? Was ist denn hier los? Digga, was ist hier los, Alter? Ich wollte hier ganz normal Sucuk and Chill. Die sperren hier alles ab. Bruder, ich will hier Döner essen. Was ist hier los, Alter? Die haben hier alles abgesperrt. Hä? Der schickt gerade alle weg. Ich glaube, ich zahle mal schnell und dann hau ich auch ab. Bruder, da oben, was machen die da? Da will irgendjemand, glaube ich, runterspringen. Ach du Sch. Ja, ich hol meine Tasche eben. Schnell weg hier, sonst machen die größten Faxen. Okay, jetzt weg. Digga, die haben hier abgesperrt. Bruder, die haben hier einfach abgesperrt. Warte, jetzt musst du eigentlich auf die andere Seite. Ja, und guck mal an, wie die Leute hier so am Gaffen sind, ne? Kann ich nicht da durch? Komm ich außen? In die Richtung, das wollen Sie nicht sehen. Kann ich hier nicht durch? Für Sie geht das gleiche in die Richtung, ja. Außerhalb der Absperrung. Alles klar, dann. Ich habe nur gerade meine Tasche geholt. Ja. Also irgendwie ist hier ein Großeinsatz. Kann ich das mal zeigen? So, da oben. Wie bitte? Der TikToker? Ja, gut, vermutet. Ja, ehrlich? Ja, schönen Tag noch. Der Idioten, der da oben drauf stand, ne? Wo, stand da jemand drauf? Ja, natürlich, oben auf dem Hof. Auf dem ach, deswegen gehen die da mit dem Kran hin. Und dann stand der da immer. Und in der Unterhose. Ohne Unterhose? In Unterhose. Oh Gott, was ist hier los? Digga, Live-Reportage hier, Umudi. Ruhe, du. Ich kann einfach nicht mehr. Ich will doch einfach nur Döner essen. Junge, Junge. Ich komme da jetzt gar nicht durch, ey. Ich wollte noch zu den einen Mann, der hatte Charküfte. Ja, ich komme jetzt nicht auf die andere Seite. Weil da hinten gibt es noch einen Laden. Ich war kurz da drin. Ne? Jetzt muss ich mal meine Hand wechseln. Ich wollte eigentlich noch einen anderen Laden da testen. Der ist auch direkt an der Straße. Ich weiß jetzt nur nicht, wie weit die abgesperrt haben. Aber vielleicht komme ich da noch hin. Let's go, lass mal da hingehen.